Ja, wir haben ja gestern gesehen, diese wunderbare Beziehung von einem Gläubigen, der Herr Jesus liebt, wie das wunderschön ist. Aber jetzt kommt natürlich ein Problem. Wir alle sind ja keine Narren. Wir wissen ja, dass es in der Praxis oft ganz anders aussieht. Und wir möchten heute ein Buch miteinander betrachten, das ich mit als das dramatischste Buch der ganzen Heiligen Schrift sehe im Alten Testament. Und zwar ist es das Buch Rut. Ich möchte uns erste Kapitel lesen, aber ich möchte beginnen bei Richter 21, Vers 25, am letzten Vers, weil das ist die Situation, die hier geherrscht hat. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist Endzeit. Und dann geht's los. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Mahlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Mahlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein zurückblieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehr um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn auch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um zu deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden bis nach Bethlehem
Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte, ist das nicht die Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi. Das bedeutet die Liebliche oder meine Liebliche, sondern nennt mich Mara, Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus und leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi aus dem Gebiet von Moab zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Wisst ihr, wenn du das ganz nüchtern auf dich wirken lässt, dann hast du etwas Dramatisches. Du hast etwas Dramatisches. Hier hast du den gleichen Vorgang wie beim barmherzigen Samariter. Du hast jemanden, der in Bethlehem Juda war. Wir wissen natürlich aus der Prophetie und aus der Schattenbildlichkeit, wer ist in Bethlehem Juda geboren? Der Herr Jesus. Da ist jemand, der zum Herr Jesus gehört und dann ist eine Hungersnot. Das heißt, der Herr gibt diese Bitterkeit, gibt diese Prüfungen, gibt Dinge, die mir nicht gefallen. In der Bibel steht, es kommen Tage, von denen wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Das passiert. Und dann entschließen sich diese Leute, die in Bethlehem zu Hause sind, nach Moab zu gehen. Das heißt, sie haben keine Erwartung mehr, dass in Bethlehem Juda, Juda, der große, gewaltige Stamm, wo der Messias herkommt, der Herr Jesus, dass sie dort Hilfe bekommen. Sie haben keine Hoffnung, dass der Herr Jesus hilft, sondern sie machen was völlig anderes. Sie gehen nach Moab. Wisst ihr, und ihr wisst ja, was Moab ist. Moab und Ammon, das waren die zwei Kinder, die aus der Blutschande von Lot und seinen Töchtern gezeugt wurden. Das heißt, das ist noch ein größeres Elend wie Jericho. Sie geht auch nicht nur bis Jericho, wenn du in Jericho über den Jordan gehst, dann kommst du nach Moab. Also noch schlimmer. Sie geht weg von der Offenbarungsstätte Gottes, wo der Herr Jesus ist, und sie geht hin zum Fluch, zu der Welt. Aber das Buch hat eine ungeheure Botschaft, auch für den Menschen, der in der Sünde lebt. Du hast eigentlich drei große Blöcke hier drin und das hat alles mit dem vertrauten Umgang mit Gott zu tun. Das erste ist die Orpa. Die ist lieb, aber sie ist eigentlich weltlich gesinnt. Sie hat keine wirkliche Sehnsucht nach Bethlehem, Juda, da will sie gar nicht hin. Das heißt, das ist eher jemand, der meint es gut, dem ist auch der Glaube irgendwie in Ordnung, aber da ist das Tiefste, das was wir im Hohelied gesehen haben, einfach gar nicht da. Zweite ist die Naemi, die Liebliche, meine Liebliche. Da muss man doch an die Braut denken, oder? Das Hohelied, meine Liebliche, die der Herr Jesus liebt. Und bei dieser Frau ist etwas, und das symbolisiert eigentlich den Typ, und die drei Typen hast du in jeder Gemeinde, sie symbolisiert den Typ des enttäuschten Gläubigen. Sie sagt ja, nenn mich nicht mehr meine Liebliche, ich bin nicht die Liebliche von Herrn Jesus, ich bin bitter. Wenn die Leute die Heuchelei lassen würden, würde es noch viel krasser rauskommen, wie viel das verbreitet ist in den Gemeinden. Das ist eine Seuche. Ich sage immer, der Krebs der Gläubigen, der geistliche Krebs ist die Unzufriedenheit. Und hier hast du etwas mittendrin. Das ist ja kaum fassbar. Im Umfeld einer Naemi, einer völlig unzufriedenen Gläubigen, im Umfeld einer Opa, eher gleichgültig, ist Ruth, die suchende Seele. Hier natürlich in erster Linie auch ein Bild für die Wiedergeburt, Bekehrung, aber auch ein Bild für den Gläubigen, der Herr Jesus sucht, der Sehnsucht hat. Das ist ein suchender Mensch. Aber die Ruth hat ja ganz schlechte Verheißungen. Die hat eigentlich gar nichts, weil sie ist eine Moabiterin. Und die Bibel sagt klipp und klar, im 5. Mose 23, Vers 4, ein Moabiter darf in der Regel nicht in die Gemeinde kommen. Also sie hat sogar negative Verheißungen.
Also schlechtere Voraussetzungen wie diese Ruth kannst du gar nicht mehr haben. Und jetzt siehst du, egal wo du herkommst, egal was du für schlechte Charaktereigenschaften, was du für schlechte Hintergründe hast, ob das die Familie ist, die Herkunft, die ich sage mal so, deine Psyche, die völlig kaputt ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn eine Seele, auch ein Gläubiger, der vielleicht völlig gescheitert ist, der das eben, was wir im Hohelied gesehen haben, nicht erreicht hat, der sagt, ich habe keine Liebe zum Herrn Jesus, der sagt, ich beim Bibellesen passiert nichts, ich bin frustriert. Ein Bruder sagt dir mal zu mir, weißt du, Karl Hermann, ich bin völlig zufrieden. Wenn ich im Himmel gerade noch zur Tür reinrutsche und den letzten Stuhl an der Türe bekomme. Und so gibt es genügend Gläubige, die so frustriert sind. Und obwohl das ein Umfeld war, das war ja eine Katastrophe, ist eine suchende Seele da und der Herr Jesus sieht die Seele. Und du siehst, das kann der Herr Jesus nicht hindern. Und er bringt diese Frau zurück. Jetzt kommt was Hochinteressantes. Durch die Ruth. Und durch das, was der Herr Jesus mit der Ruth getan hat, durch diesen vertrauten Umgang, den die Ruth mit dem Herr Jesus hat, wird die Naemi zurechtgebracht. Und sie kommt wieder zu ihrem Erlöser zurück, in der Bildersprache der Bibel. Es wird wieder die Naemi, die Liebliche des Herrn. Und von daher habe ich als Gläubiger für jeden Hoffnung. Was man natürlich hier sieht, ich sage es einmal, das ist dramatisch. Du siehst, was die Sorge, von der 1. Petrus 5 ja sagt, du musst es auf den Vater im Himmel werfen, was die Sorge für ein teuflisches Gerät ist. Die Sorge ist etwas Teuflisches. Nämlich diese Sorge bewirkt, dass ein Mann wie Elimelech, wisst ihr, und Elimelech heißt, mein Gott ist König. Aber die Sorge hat bewirkt, dass sein Gott, der Gott Israels, nicht mehr sein König war. Sein König war die Sorge. Zerfressen von Sorge packt er seine Familie ein und geht in das Land des Fluches, nach Moab. Weißt du, da musst du dir vorstellen, viele Gläubige machen das. Der Herr heilt sie nicht, dann geht man zum okkulten Heiler. Das ist einfach so. Man ist enttäuscht, weil Gott nicht macht, was ich will. Ja, macht der Herr bei einem Sklave, was der Sklave will? Er macht, was er will. Da fängt die Grundeinstellung an, langsam zu zerbröckeln. Und dann am Schluss, wenn dieser Prozess eingeleitet ist, dann hast du nicht nur der Herr Jesus nicht lieb, dann liegst du nicht nur zu seinen Füßen nicht mehr, du bist nicht mehr zu seinen Füßen, sondern du kehrst ihm nicht nur der Rücken zu, sondern du läufst sogar weg nach Moab. Und das ist das, was hier passiert ist, dramatisch. Das siehst du auf den ersten Blick gar nicht. Mir war auch am Anfang gar nicht klar, das ist genau das Gleiche wie beim barmherzigen Samariter. Von Jerusalem weg oder von Jerusalem steht hinter Offenbarung Gottes, man geht zum Fluch. Und warum? Weil man Sorge hat und weil man plötzlich nicht mehr Gott vertraut, sondern man vertraut auf das Weltliche, auf das Menschliche, auf den eigenen Verstand, hat hier Hoffnung, in Wirklichkeit ist es eine vollkommene Orientierungslosigkeit. Man sucht Hilfe bei der Welt. Und da ist diese gewaltige Enttäuschung. Und Enttäuschung ist etwas Furchtbares. Paulus sagt in 2. Korinther 4, beginnt ab Vers 6, sagt er, wir lassen uns nicht entmutigen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich den vertrauten Umgang mit Gott erhalten will, wenn ich diese Liebe zum Herr Jesus als der Normalzustand erhalten will, dann muss die Sorge und die Enttäuschung aus meinem Leben weggejagt werden. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Und jetzt siehst du das Problem. Ihr Grundproblem wurde vordergründig gelöst. Sie haben Brot bekommen. Sie haben ihren Hunger gestillt, vordergründig. Geistlich sind sie kaputt gegangen. Weißt du, manchmal kann es sein, wenn du zur Welt gehst, die Welt kann dir dein Problem kurzfristig lösen. Wenn wir nicht aushalten, was Gott mit uns macht, dann kann die Welt schon manchmal eine Lösung bieten. Aber wir gehen geistlich kaputt.
Und das darf nicht sein. Und jetzt siehst du, was interessant ist, nachdem Gott sie in die Schule nimmt, die Männer starben alle, und Gott sie wirklich in die harte Schule nimmt, ist bei dieser Naemi eines doch noch da, sie hat immer noch ein Ohr nach Israel, nach Juda. Also da ist noch nicht alles verhärtet. Da ist noch ein sagen wir mal, offenes Ohr und sie hört genau wegen dem, was sie weggegangen sind. Da fängt jetzt der Herr Jesus an, bei den Gläubigen, die die Nerven behalten haben, bei ihm geblieben sind, die zu versorgen. Sie sagt klipp und klar, der Herr hat sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben. Plötzlich wird ihr klar, der Jesus hat ja doch geholfen. Und er hilft ja doch. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie wollte, sondern später. Und dann entschließt sie sich, nach Juda zurückzukehren. Das nennt die Bibel Buße. Das heißt, da ist noch was da. Wisst ihr, weil das muss man ganz ehrlich sagen. Ein Gläubiger, der Herr Jesus erlebt hat, ein Gläubiger, der gewaschen ist in Jesu Blut, ein Gläubiger, der Herr Jesus geliebt hat, das ist das, was mir ein Bruder mal sagte. Er sagte zu mir, wo ich ein ganz junges Bürschlein war so ein alter Patriarch, sagt er, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Wisst ihr, und Feuer, das, damit hat er gemeint, wer die Liebe zum Herrn Jesus brennend hat, der kann in dem, was hier Naemi getan hat, dass sie nach Moab geht, im Rauch, in dem Halbgläubigen, in dem Weltlichen, da kann ein wahrer Gläubiger nicht glücklich werden und da kann er nicht leben auf Dauer. Er geht kaputt. Wisst ihr, und dann siehst du dieses Drama, sie versucht dann, ihre Töchter zurückzuschicken. Wisst ihr, der enttäuschte Gläubige, der kann kein Zeugnis sein für seine Mitmenschen. Er schickt es sogar in die Welt zurück. Wisst ihr, es ist auch kein Zufall, dass es 10 Jahre sind. Das heißt, sie wohnten etwa 10 Jahre dort, der Herr Jesus, und hat ganz genau gewusst, als die Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert ist, wie lange sie da waren. Der sagt etwa 10 Jahre, um uns anzusagen, 10 ist in der Symbolsprache der Bibel, 5 Gnade und 5 die Verantwortung. Und sie hat praktisch, hatte 10 Jahre, jetzt konnte sie frei entscheiden, ob sie die Gnade Gottes in ihrer Verantwortung annehmen will oder nicht, ob sie Gnade um Gnade nehmen will oder nicht. Sie hat sich entschieden, damals, als sie dort war, sie nimmt sie nicht. Aber jetzt plötzlich, nachdem sie merkt, dort ist die Enttäuschung total. Wisst ihr, sie hat Brot bekommen und alle Männer verloren. War das ein guter Tausch? Das war Katastrophe. Wisst ihr, jetzt kehrt sie verbittert zurück zu den Gläubigen und trotzdem ist im Herzen dieser Naemi auch die Sehnsucht nach einem vertrauten Umgang mit Gott. Sie will ja eigentlich ihm dienen. Aber im Herzen der Hut war das noch ganz anders. Da war das frisch, da war die Sehnsucht rein, edel. Sie hat eine ungeheure Sehnsucht. Wohl muss ihr die Naemi, als noch bessere Zeiten waren, von diesem wunderbaren Gott Israels und dem Messias erzählt haben. So hätte die Ruth keine solche Sehnsucht gehabt. Wisst ihr, jetzt kommt das Wunderbare. Auch die Enttäuschung einer Naemi kann die Ruth, die suchende Seele, nicht hindern, diesen wunderbaren Erlöser wieder zu suchen. Ist doch herrlich. Wisst ihr, unsere Dummheiten, unsere Verbitterung, das hindert der Herr Jesus nicht, die suchende Seele zu suchen. Ich sage manchmal, wir sind wie die Welt. Wir evangelisieren mit den modernsten, tollsten Mitteln. Ich sage, wir müssen etwas ganz anderes machen. Wir müssen hingehen und sagen, Herr Jesus, zeig uns und führ uns die Seele zu, die offen sind für dich. Das wär's. Wisst ihr, wenn er uns die Seele schickt, da ist schon Erweckung. Und es ist interessant, wie sie immer bitterer wird, die Naemi, gell? Und dann, wo sie endlich angekommen sind, bei den Gläubigen können wir sagen, ach, bin ich froh, jetzt bin ich wieder im Rahmen der Gläubigen, jetzt bin ich wieder beim Herr Jesus, das ist wieder alles wunderbar. Und sie sagt, nenn mich nicht mehr Naemi, ich bin nicht mehr seine Liebliche, ich bin voll Bitterkeit. Man kann zurückkehren, sogar in einer Form von Buße, formell zu den Gläubigen, zum Herr Jesus und trotzdem bitter sein. Und da sieht man wieder eine ganz große Wahrheit. Letztendlich zählt nur, was in meinem Herzen wirklich drin ist. Der Rest zählt nicht. Da zählt nicht das Äußere, auch wenn du dich anpasst. Nur, was im Herzen drin geschieht, ist letztendlich das, was von Gott her zählt. Und
Sie kehren zurück. Gell, und jetzt gibt die Naemi ihr Zeugnis. Voll zog ich aus. Voll, geistlich voll zog sie aus, fällt die falsche Entscheidung, geht nach Moab, geht zum Fluch. Und jetzt muss der Herr etwas tun. Wenn ich und du, wenn wir das tun, wenn wir die Liebe zum Herrn Jesus preisgeben, wenn wir nicht mehr zu seinen Füßen liegen, wenn wir ihm den Rücken zukehren, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert was ganz Einfaches. Dann muss der Herr um unserer selbst willen, um uns zurechtzubringen, uns leer machen. Dann muss er das Halblebige, das was halb noch da ist, geistlich oft ganz zerschlagen, dass wir nämlich wieder ganz zu ihm zurückkehren. Das ist bei der Naemi passiert. Von daher ist das Buch Ruth für mich eines der dramatischsten Geschehnisse in der ganzen Heiligen Schrift. Du siehst in Vers 16, diese Suche, die Seele, die wirklich mit dem Herr Jesus das will, sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Sie hat Sehnsucht nach Gott. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. In Kapitel 2, Vers 2 sagt sie etwas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Wisst ihr, nicht die Naemi, die frustrierte Gläubige, sagt zu Ruth, such Gnade bei jemand. Das hat sie schon lang vergessen, das hat sie schon lang verlernt. Sondern da passiert was ganz anderes. Die Naemi hat wohl aus den Zeiten, wo sie noch ein Zeugnis geben konnte, etwas Positives bei der Ruth bewirkt. Nämlich die Ruth hat erkannt, da ist dieser wunderbare Gott und dieser wunderbare Gott gibt Gnade. Das heißt, ohne Verdienst, freiwillig, das Wunderbarste, was man sich vorstellen kann. Und jetzt sagt sie, ich will die Gnade suchen. Sie sucht den Gott Israels und sie sucht Gnade. Aber die verbitterte Naemi hat es immer noch nicht begriffen. Bei ihr ist nichts passiert. Und es passiert etwas Wunderbares. Sie geht und der Herr Jesus fügt es so, dass sie ihm begegnet. Jetzt kommt Boas. Ihr kennt ja Boas, Stammbaum Jesu Christi. Boas bedeutet, in ihm ist Stärke, ein perfektes Bild auf der Herr Jesus. Jetzt beginnt der Herr Jesus, und das ist das Wichtige, die Seele zu suchen. Wenn eine Seele suchend ist, auch ein Gläubiger, der versandet ist, oder selbst wenn jemand verbittert ist, wie die Naemi, der Herr Jesus sucht das Verlorene. Er sucht auch das Versandete. Er sucht das Verbitterte. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wenn wir von jemand die Nase voll haben, dann lassen wir ihn fahren. So ist der Mensch. Aber der Jesus nicht. Er sucht den Elenden. Wisst ihr, und jetzt kommt es zu ganz, ganz, ich sag's mal, keuschen, wunderbare, geistlich liebliche Begegnungen. Der Herr Jesus sagt zu der Ruth, hör du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Damit sagt der Herr Jesus, du brauchst nicht zu der Psychologie zu gehen. Du brauchst nicht zur weltlichen Methode gehen. Du brauchst keine Jüngerschaftskurse. Du brauchst mein Arbeitsfeld, wo ich arbeite. Du brauchst mich. Halte dich zu meinen Mägden, zu den wahren Gläubigen. Und wenn die Magd jetzt noch tiefer letztendlich schattenbildlich packst, wie im Buch Esther, dann wäre es der siebenfache Gottesgeist, der wirkt. Halte dich zu meiner Geisteswirkung. Halte mich letztendlich immer noch als der große Erlöser und mein Heiliger Geist wird mich dir nahe bringen. Das steckt da dahinter. Und er sagt, niemand soll dich antasten. Er sagt, ich werde dich schützen, ich werde dich bewahren. Und wenn du Durst hast, Vers 9, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen.
Das sind die Speisemeister Jesu Christi, was er durch seine Werkzeuge dir gibt zum Trinker vom Wasser des Lebens. Geh dorthin, geh nicht zu den Tricks, geh nicht zur Psychologie, geh nicht zum Management, was ja heute die Gemeinde Jesu macht. Geh nicht zu den schlauen Leuten, sondern geh ganz einfach dorthin, wo der Heilige Geist wirkt. Das ist hier gemeint. Es heißt, Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Entschuldigung, was ist das? Das ist die Ruth. Und die Ruth ist die Maria. Sie fällt zu Füßen Jesu. Wisst ihr, wenn das einmal in meinem Schädel drin ist, dass es nur einen Platz gibt, wo meine Seele zur Ruhe kommt. Die Naomi macht das erst am Schluss. Die Ruth macht sofort. Sie fällt zu den Füßen Jesu nieder und sagt dann, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden? Sie kann es nicht fassen, dass der Herr Jesus sie, eine Moabiterin, der verboten war, in die Gemeinde Jesu zu kommen. Das darf man nicht vergessen, das ist der Hintergrund. Das steht im 5. Mose 23, 4. Sie darf gar nicht in die Gemeinde. Und du nimmst mich trotzdem an. Du nimmst mich an, trotz meinem Charakter. Du nimmst mich an, obwohl ich feig war. Der Naomi müsste es heißen, du nimmst mich an, obwohl ich verbittert war. Du nimmst mich an, obwohl ich gehadert habe. Du nimmst mich an, obwohl ich dir davongelaufen bin. Und sie sagt, ich bin doch eine Fremde. Da war noch kein vertrauter Umgang. Obwohl ich noch fremd bin, es ist die vorlaufende Gnade Jesu, die den Sünder sucht, die aber auch den Verbitterten sucht, die diese Beziehung wieder aufrecht erhalten will, die mal da war bei ihrer Naomi und bei ihrer Ruth, wo sie noch nicht da war, ganz neu schaffen will. Letztendlich geht es bei Jesus nur darum, dass diese Beziehung, wie wir es im Hohelied gehört haben, da ist. Und das ist, was für mich wunderbar ist, er geht zuerst einmal zu der suchenden Seele und mit der suchenden Seele bringt er dann die andere auch noch zurecht. Das ist, was Gott für Wege hat. Das ist unfassbar. Sie sagt dann am Herr Jesus, wie sie ums Herz ist, und dann sagt er, Vers 12, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil vom Herrn, das vollkommene Opfer, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen, unter seinen Flügeln. Er sagt, wenn eine Seele kommt und mich sucht, das ist Apostelgeschichte 2,21, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann kriegst du die ganze Fülle seiner Erlösung. Das verspricht er. Und sie, du merkst jetzt, wie die Seele plötzlich anfängt, jetzt fängt sie Feuer. Und sie sprach, mein Herr, die zentrale Botschaft aus Apostelgeschichte 10, dass er der Herr ist, lass mich Gnade finden vor deinen Augen. Sie sieht plötzlich, sie braucht nur die Gnade Jesus, sonst gar nichts. Denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Wisst ihr, das ist das, diese vorlaufende Gnade, wo der Herr Jesus uns schon Gutes tut, wo wir noch nicht einmal bekehrt sind. Er tut den Zählern schon Gutes, wo sie noch nicht einmal bekehrt sind. Wisst ihr, und die Ruth hat das im Herzen gehabt. Ich bin felsenfest überzeugt, dass die Naomi, als sie noch voll war, ihr das alles erzählt hat. Wisst ihr, du kannst den anderen ein Zeugnis geben und von mir Jesus erzählen und kannst selber kaputt sein. Aber der Jesus ist so gewaltig, dass er das, was wir als Zeugnis in aller Schwachheit geben, selbst wenn wir versagen, bei der suchenden Seele trotzdem lebendig erhält. Weil er will, dass die Ruth mit ihm ein vollkommenes Verhältnis hat, wie gestern Abend im Hohelied. Aber er will auch, dass sei Liebliche, sei Naomi, die inzwischen die Bittere ist, wieder zurückkehrt zu ihrem ursprünglichen Stand. Wisst ihr, ist das kein Trost? Der Jesus hat immer das Ziel, dass wir völlig zurückgebracht werden. Dass wir völlig zurechtgebracht werden. Wisst ihr, wir sind immer so, wir erkennen dann irgendwann, was wir alles kaputt gemacht haben. Dann kommt der Teufel und sagt, jetzt ist alles kaputt, jetzt kannst du aufhören. Wisst ihr, das ist die Stimme des Teufels. Aber die Stimme Jesus sagt immer, komm zurück. Und jetzt siehst du hier, was hier Wunderbares passiert. Sie geht dann
im Gehorsam auf Jesu Wort ein. Sie aß und wurde satt und ließ übrig. Er gibt ihr Überfluss, Vers 14. Das heißt, sie merkt jetzt plötzlich, das stimmt alles. Sie merkt, wie sie geschützt ist. Sie ist satt geworden. Und jetzt kommt das Verrückte, dass eine suchende Seele zum verbitterten Gläubigen, zu der Naemi geht und ihre sagen muss, was Sache ist. Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Und sie weiß nicht, wer es ist. Sie erkennt nicht einmal, dass hier der Boas, der Herr Jesus war. Sie hat es nicht erkannt im Schattenbild. Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebenden und den Toten nicht entzogen hat. Jetzt merkst du etwas. Im Hirn ist bei der Naemi nur alles da. In der Seele nicht. Und dann sagt sie, er gehört zu den Lösern. Er ist der Erlöser. Im Kopf weiß sie alles. Du kannst alles im Kopf drin haben und trotzdem in der Seele verbittert sein und das persönliche, vertraute Verhältnis zu meinem Jesus ist weg. Von daher haben wir jetzt halt kein so schönes Thema wie gestern. Jetzt haben wir das Thema, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist jetzt, und das müssen wir genauso ehrlich uns ansehen, was ist, wenn ich verbittert wäre? Was ist, wenn ich enttäuscht bin? Wisst ihr, was die schlimmste Enttäuschung ist? Die schlimmste Enttäuschung ist, wenn man an sich selber enttäuscht ist. Wisst ihr, wenn man selber sieht, ich habe versagt. Genau, aber im Kopf hat sie es noch. Und Ruth in ihrer wunderbaren Eifalt erzählt ihm alles, dass sie sich zu den Knechten halten soll, zu der Gemeinde. Und dann passiert das Folgende, dass die suchende Seele einen Zug in die Gemeinde hat und die Frustrierte sagt, na, ich gehe heute nicht, weil, wisst ihr, da ist die Frustration da. Aber bei der Ruth ist gar nichts da, da ist alles wunderbar. Aber sie sagt dann noch, das müsst ihr euch vorstellen, sie sagt zu dieser Ruth, es ist gut, meine Tochter, Vers 22, wenn du mit seinen Mägden ausgehst, und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. Wisst ihr, sie sagt zu ihr sogar noch, was sie tun muss. Sie sagt, setz dich dem Wirken des Heiligen Geistes aus. Geh in das Umfeld der Heiligen. Geh in die Gemeinde. Sagt die, die es selber nicht mehr tut. Wisst ihr, das ist einfach Fakt. Man kann im Kopf vollkommen alles wissen, kann den Leuten alles richtig sagen. Und selber ist man schon weit weg. Jetzt versteht ihr auch, warum in der Bibel steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz, steht in Sprüche. Salomo hat gewusst, warum er das schreibt, weil er sein Herz nicht bewahrt hat. Er hat sein Herz seine 1000 Frauen ausgeliefert. Wisst ihr, das ist so ein Drama, wenn du siehst, Theorie und Praxis, Kopfwissen und der Verlust der persönlichen Beziehung zu Gott. Das ist das, wo ein Gläubiger, obwohl er noch gerettet ist, er ist ein Gotteskind, wenn er sterben würde, wäre er im Himmel. Aber da ist ein Gläubiger, der einfach versandet ist. Die Naemi war ja nicht ganz weg. Sie war immer noch da. Und trotzdem war sie nicht da. Sie war mit dem Hirn war sie da, hat auch wohl noch einen Wille gehabt. Aber im Herzen selber war sie sowas von zerstört. Und jetzt sagt sie etwas in Kapitel 3. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Naja, das ist ja schon Sarkasmus. Sie sagt, ich verschaffe dir Ruhe, sie selber, die gar keine hat. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter, siehe, er würfelt diese Nacht auf der Gerstentinne. Und jetzt kommt plötzlich bei Naemi etwas zurück. Das ist ungeheuer. Diese Naemi, die Sehnsucht nach Geborgenheit hat, die jetzt langsam begreift, dass Jesus die Sünder annimmt. Wir singen ja das wunderbare Lied. Bei dieser Naemi kommt jetzt etwas. Jetzt plötzlich geht sie hin und erklärt ihr nicht nur, halte dich zu der Gemeinde, jetzt kommt das Zeugnis der Naemi durch. Jetzt sagt sie nämlich in Kapitel 3, Vers 3, was Wunderbares. So bade dich, das heißt, wasche dich in Jesu Blut und salbe dich, Wiedergeburt, gesalbt mit dem Heiligen Geist und lege deine Kleider, nimm die Kleider des Heils. Jetzt erklärt sie ihr praktisch bildlich gesprochen, was Wiedergeburt ist. Sie sagt, Johannes 3, 3 bis 5, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst. Sie sagt, geh hinab zu der Tenne, das ist der Ort, wo die Wiedergeburt geschieht. Geh zum Herr Jesus, demütige dich, komm als reinmütiger Sünder und lass dich waschen, lass dich salben mit dem Heiligen Geist, lass dir die Kleider des Heils geben.
Und dann sagt sie etwas, was sie selber nicht tut. Vers 4. Lege dich zu seinen Füßen. Sie sagt, lege dich zu den Füßen Jesu. Mach es wie Maria. Und dann sagt sie das Nächste. Also, ist der Kind sich aufregen, ob der Naomi, im Kopf hat sie alles und dann sagt sie zu ihr, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sagt, er sagt dir, was du tun sollst, aber sie selber hört nicht, was er ihr sagt. Begreift ihr? Aber wisst ihr, was für mich das Größte ist bei diesem ganzen Geschehen? Man könnte jetzt nur die Ruth wunderbar darstellen. Für mich ist die Hauptperson die Naomi. Weil trotz dieser Verkehrtheit, trotz diesem Chaos, das hier herrscht auch in der Seele dieser Frau, benutzt der Herr Jesus diese Frau. Er kann mich und dich benutzen, selbst wenn wir im Herz versandet sind. Er ist souverän. Wisst ihr, und das ist so wie bei dem Bruder, der war noch kein Bruder zu der Zeit. Es war wohl ein Pfarrer zur Zeit der Erweckung und er hatte einen Mann aus den Gemeinschaften bei sich, der klar wiedergeboren war, ein Gotteskind und der Herr Jesus geliebt hat. Und der ist immer zu dem Pfarrer gegangen und hat gesagt, Herr Pfarrer, Sie haben ein Problem. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind nicht gerettet. Sie sind Heide. Und das hat, weil er ja gesehen hat, dass der andere echt war, das hat den Mann so zu schaffen gemacht. Und er hat weiter gepredigt und war ein frommer Mann und so. Und dann hat er gesagt, also gut, jetzt will ich das vor Gott prüfen, ob das stimmt. Hat der Römerbrief gelesen und hat sich vor Gott geöffnet und hat gesagt, Herr, zeig mir, wie bin ich vor dir. Und dann hat Gott glasklar zu ihm gesprochen, du bist nicht gerettet. Und der Mann war völlig erschüttert und er war ein ehrlicher Mensch. Und dann sagt er, ich habe das Buch zu Hause, vielleicht veröffentliche ich es nochmals. Das ist gigantisch. Dann sagt er, ich bin ein ehrlicher Mann, ich werde es meiner Gemeinde bekennen. Und dann gebe ich mein Amt auf. Dann geht er auf die Kanzel und beginnt, ihnen zu erklären, was eigentlich sein müsste, Wiedergeburt, wie das geht. Und erklärt es vom Römerbrief genau, wie das geht. Und solange er das von sich gibt, und studiert mit der Gemeinde zusammen die Wiedergeburt, wie das passiert, kommt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist, überführt ihn, er stimmt dem Glauben zu und auf der Kanzel wird er wiedergeboren. In derselbe Sekunde steht der Mann auf, der hatte schon Mut und schreit, wunderbar, jetzt ist unser Pfarrer soeben gerettet worden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Gell? Er bricht ab und sagt, jawohl, es ist soeben geschehen. Wieso, so musst du dir das vorstellen. Ein Mann, der selber versandet ist, gibt es weiter und Gott bringt ihn zurecht. Das ist genau das, was bei Naomi passiert ist. Das Buch heißt übrigens Vom Tode zum Leben. Druckt man heute nicht mehr, weil die Leute wollen sowas nicht mehr lesen. Gell, aber. Und jetzt ist hier ein dramatisches Geschehen. Sie sagt ja, die Naomi, er wird dir sagen, was du tun sollst. Und sie legt sich zu seinen Füßen. Wenn jemand zu den Füßen Jesu liegt, dann passiert etwas. Sie sagt jetzt in einer völligen Sehnsucht, dass sie vollständig mit dem Herr Jesus in dieses wunderbare Geschehen eintreten kann, was wir im Hohelied gesehen haben. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Erlöser. Sie hat voller Erkenntnis, er ist der Erlöser. Als ich mich bekehrt habe, habe ich etwas gewusst. Und mein Gebet war relativ einfach. Man kann sich auch bekehren ohne Gebet. Aber mein Gebet war einfach. Ich hing in im Waschraum einer Bank an einer geblättelten, kalten Wand und habe geschrien, rette mich. Und genau das sagt sie. Du bist der Löser. Erlöse mich, rette mich, schreit sie. Und er sagt hier Boas, ein Bild für den Herr Jesus in Vers 10, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Und dann sagt er, Vers 11, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er sagt, dein Schrei nach Erlösung soll nicht unbeantwortet bleiben. Und er sagt dann, nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Und dann sagt er etwas, das ist so erschütternd, das ist vielleicht das Erschütterndste, was hier überhaupt geschrieben steht. Es gibt noch einen anderen Löser.
Der andere Löser ist das Bild aufs mosaische Gesetz. Und manchmal ist es so, dass du erst zur Wiedergeburt durchdringen kannst oder auch wie Naemi durch das, was im mosaischen Gesetz steht, erst völlig zerbrochen werden musst, bis du der richtige Erlöser annehmen kannst. Und dann kommt eine wunderbare Begebenheit, das ist im Schattenbild eine der schönsten Darstellungen vom mosaischen Gesetz. Er sagt dann in Kapitel 4, Vers 6, ich kann sie nicht lösen, das mosaische Gesetz kann dich nicht lösen. Da kommt nur volle Erkenntnis der Sünde her, es kann dich nicht lösen. Sondern es treibt mich als, die Bibel sagt, als Pädagoge zum Herr Jesus hin, zum wahren Erlöser. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn das richtig verstanden ist, dann will ich dich lösen. Wenn es klar ist, dass er dich nicht lösen kann, wenn es dir klar ist, du kannst nichts gesetzlich tun, du kannst nichts zu tun, du musst ein freier Empfänger meiner Gnade sein, das steckt da dahinter, dann will ich dich lösen. So weit musst du einen Mensch kriegen. Du musst aber Naemi so weit bekommen, dass sie sagt, naja, ich kann jetzt weinen, schreien und kann Buße tun und alles wunderbar tun, letztendlich muss er sich meiner erbarmen. So weit muss es kommen. Es kommt wieder die Naemi, ich finde die gigantisch. Vers 18. Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Sie sagt jetzt ihrer Schwiegertochter, er wird dich heute noch retten. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockert eure Herzen nicht. Er sagt praktisch, er rettet dich sofort. Ja, was ist mit ihr? Sie sagt einem anderen, heute wird er dir begegnen, aber sie selber tut es nicht. Merkt ihr, wie man versandet sein kann als Gläubiger? Und dann kommt das wunderbare Geschehen. Das mosaische Gesetz bringt dann die Botschaft, Kapitel 4, Vers 6, löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Dann zeigt mir das Gesetz, der Einzige, der mich erlösen kann, ist der, der das mosaische Gesetz erfüllt hat. Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 7, 4, wenn du zum Leib Christi gehörst, bist du für das mosaische Gesetz tot. Jetzt kommt die reine Erlösung zum Tragen. Und die Bibel sagt, Vers 8, kaufe es für dich, dann werde ich erkauft durch Jesu Blut, dann bin ich ein Gotteskind, dann hat er mich erworben. Und es ist wunderbar, was hier passiert. Und was noch interessant ist, was die Naemi in ihrer Verkehrtheit Tochter Ruth noch sagt, das ist Vers 14. Und in 13 schon hebt es an, sie sagt hier letztendlich, bleibt zu seinen Füßen. Und sie blieb die ganze Nacht zu seinen Füßen. Wisst ihr, die Naemi hat es begriffen. Im Prinzip musst du zu Füßen des Erlösers liegen, bis die Nacht vorbei ist. Wenn ist die Nacht vorbei? Wenn der Tag anbricht, wenn der Jesus wiederkommt. Oder wenn du stirbst, dann begegnest du ihm. Er sagt praktisch, du musst die ganze Zeit zu seinen Füßen liegen. Das sagt die, die nicht zu seinen Füßen lag. Die weiß alles, die kann alles bezeugen, alles erklären, aber sie ist immer noch völlig frustriert. Und jetzt merkst du, wie das langsam aufbricht. Und plötzlich durch das Geschehen, oft macht es der Jesus so, dass du durch das Geschehen, wo er dich noch in seiner vorlaufenden Gnade sogar benutzt als Werkzeug, merkst du langsam, war das nicht schön, wo ich zu seinen Füßen lag? War es nicht schön, wo er mein Erlöser war? War es nicht schön, wo ich die Liebe Jesu wirklich erkennen konnte? Wo ich wie diese Brautsäle war, die sich freut an ihm? War es nicht so, wo ich krank war vor Liebe? Jetzt kommt es langsam zurück, jetzt kommt hier was in den Kopf rein. Sie merkt, da ist etwas. Und jetzt geschieht es. Vers 13, es wird ein Kind geboren, Bild für die Wiedergeburt. Jetzt ist neues Leben da. Wissen Sie, die andere Gläubige sagen 14 zu Naemi. Die müssen immer noch zu der Naemi reden. Obwohl sie jetzt sieht, wie die Ruth wieder geboren wird. Da wird neues Leben geboren. Hier symbolisiert durch ein Kind. Sagt sie ganz einfach gar nichts. Aber die andere Frau sagt, Naemi, gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Ist euch aufgefallen, man muss den Bibeltext schon wie ein Kind lesen. Sie sagen nicht die Texte. Gepriesen sei der Herr, der Ruth einen Erlöser nicht versagt hat.
sondern die Bibel sagt, und das sage ich die Frau, die andere Gläubige, der dir einen Erlöser nicht versagt hat. Und jetzt sagen sie zu ihr 15, der die Ruth gerettet hat und sie in diese wunderbare Liebe aus Hohelied hineingeführt hat, der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Da nahm Naemi das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Das neue Leben kehrt zu der Naemi zurück. Und am Schluss hast du eine Frau, die völlig wiedergebracht ist, die völlig zurechtgebracht ist, die wieder Friede hat mit Gott, die jetzt auch ihre Schwiegertochter nicht nur vom Hirn her versorgen kann, sondern auch vom Herz her. Und dann hast du etwas, da kommt der Herr vollständig zum Ziele. Er hat die Ruth gerettet, er hat die Naemi zurechtgebracht. Was für ein Erlöser. Wisst ihr, wenn ich die Texte lese, dann muss ich mich ja fragen. Wisst ihr, die Bibel ist ja ein praktisches Buch. Das ist kein theoretisches Lehrbuch. Das ist nicht ein philosophisches Buch, sondern das ist Geist und Leben, sagt die Bibel. Der Jesus sagt, mein Wort ist Geist und Leben. Und jetzt muss ich mich ja fragen, bin ich ein Opa? Bin ich oberflächlich? Ist mir sehr egal, was passiert. Bin ich gar ein Naemi? Über viele Jahre im Reich Gottes und trotzdem verbittert, enttäuscht. Der Herr hat es nicht gemacht, wie ich wollte. Mir hat nicht gefallen, was in meiner Familie geschah. Mir hat es nicht gefallen, was in meiner Ehe geschah. Mir hat es nicht gefallen, wie es überhaupt mit mir ging. Es kam gar nicht zu einer Familie. Mir hat es nicht gefallen in meinem Beruf. Meine ungläubigen Kollegen haben Karriere gemacht. Ich habe keine gemacht, kenne ich alles. Warum bin ich krank und nicht mein gottloser Nachbar? Der soll krank werden. Kennt ihr das? Kennen wir doch alle die Gedanken? Wisst ihr, warum erkennen die Gläubigen nicht, wie geistlich ich bin? Warum übersehen die mich? Ich bin doch viel geistlicher wie die Schwester X und wie der Bruder Y. Kennt ihr das? Das alles ist Naemi. Und ich muss mich da ernstlich fragen, bin ich ein Naemi? Bin ich ein Opa? Oder bin ich ein Ruth? Bin ich ein Ruth, die ganz einfach Sehnsucht im Herzen hat nach diesem Erlöser? Die es zuerst nur theoretisch weiß, gehört hat, und dann anfängt ihn zu suchen, beginnt, obwohl sie noch gar nicht durchgebrochen ist, sich zu seinen Füßen zu legen und alles von ihm zu erwarten. Wenn er zu ihr sagt, ich werde dich durchbringen, ich werde dich schützen, niemand wird dich antasten, sie glaubt es. Und da merkt er wieder, was der kindliche Glaube für eine Rolle spielt. Und wir Gläubige haben ja der kindliche Glaube. Und das ist dann das, was im Hohelied 8 steht. 10 steht, dann bin ich wie eine, die Frieden gefunden hat in deinen Augen. Dann bin ich ein Siegelring auf deinem Herzen. Die wir alle so ferne waren, Epheser 2, 13 und 14, wir sind nahegebracht durch Jesu Blut. Wisst ihr, dann ist da steht ja nicht nur, dass es so ist, sondern er sagt, nahe. Wisst ihr, ich kann euch nur eine Geschichte erzählen, die hat mich total traumatisiert. Ich war ein Mensch, ich wollte Gott dienen von ganzem Herzen, koste es, was es wolle. Und dann bin ich hingegangen und habe mich zurückgezogen in die Stille. Dann habe ich ein großes DIN A4 Blatt, ich habe das mindestens gebraucht, bin ich hingegangen und da habe ich einen Kuli genommen. Und da habe ich jede Sünde bis zum kleinsten Gedanke, habe ich immer Jesus aufgeschrieben. Und da habe ich es vor ihm bekannt. Und dann habe ich habe es nicht einmal fassen können, bis ich den Zettel zerrissen habe. Eines Tages las ich Epheser 2, Vers 13 bis 14, die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut Jesu. Und dann hatte ich so das Gefühl, jetzt bin ich wieder nahe. Und irgendwann war mir das klar und habe gesagt, Herr, wenn das stimmt, dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, ohne Zettel, ohne das alles, Herr, ich nehme im Glauben an, dass ich nahe bin durch sein Blut und habe innerhalb von einer Sekunde den gleichen Effekt gehabt wie bei meinem Sünderbekenntnis. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Im Prinzip musst du nur glauben, was die Bibel sagt. Du musst nur glauben, was der Herr Jesus sagt. Und dann bist du nahe. Und nachdem die Naemi theoretisch alles der Ruth gesagt hat, von der Erlösung, stimmt ja alles. Alles, was Naemi sagt, stimmt. Also wenn ich das jetzt richtig zwischen den Zeilen lese, das musst du ja bei den Schattenbildern, dann irgendwann muss die Sekunde gekommen sein, wo sie selber geglaubt hat. Und dann hat das Kind auf dem Schoß gehabt. Derselbe Sekunde kam das geistliche Leben zu ihr zurück. Sie hat geglaubt. Ich bin kein Prophet, aber ich wage zu behaupten, in der Ewigkeit wirst du sehen, dass Naemi
nach diesen Erfahrungen nicht mehr nach Moab zurückgekehrt ist. Sie blieb dort, wo das neugeborene Kindlein war, wo das neue geistliche Leben war. Sie blieb in Bethlehem Juda. Sie blieb dort, wo der Messias, der Herr Jesus, zu Hause ist, wo er geboren wurde. Wisst ihr, Geschwister, mir ist es völlig klar, wenn wir diese tiefe Themen angehen, jeder von uns hat eine andere Herzenssituation. Jeder hat einen anderen Hintergrund, wo er herkommt. Jeder hat andere Kämpfe, jeder hat ein anderes Umfeld. Der eine kämpft mit dem, der andere kämpft mit jenem. Wisst ihr, darf ich mal ganz, ganz brutal sein? Ich gehe jetzt mal von Männern aus. Der eine sagt, oh, wenn ich doch eine Frau hätte, und der andere sagt, oh, wenn ich sie doch los hätte. Kennt ihr das? Entschuldigung, das ist so. Das ist so. Ich habe eine Schwester, die hat aufgeschrieben. Das muss man sich vorstellen. Die beide wiedergeboren, die hat aufgeschrieben und der Mann hat es gefunden. Oh Herr, wenn du doch meinen Mann töten würdest. Das ist die Schwester, wo ich immer sicher war, dass der die Falsche heiratet. Versteht ihr? Darum sage ich das. Das ist Erfahrung, das ist keine Theorie. Wisst ihr, das ist doch das, was die Gläubiger umtreibt. Sie sind doch viel, viel im Herzen, viel angeschlagener, als wir glauben. Aber in dem Moment, wenn wir das, was in unserem Schädel drin ist, sind bei mir vielleicht weniger Zentimeter wie bei euch von der Größe her. Aber man sagt 20 Zentimeter. Vom Hirn runterlasse das Herz. Neu glaubet, dass er mich völlig zurechtbringt. Neu glaube, dass er jede Enttäuschung wegnimmt. Neu glaube, dass wenn ich zu seinen Füßen liege, dass er für mich sorgt, dass er mich schützt, dass er mich zurechtbringt, dass ich bei ihm zur Ruhe komme. Wisst ihr, was dann passiert? Dann weicht die Bitterkeit. Dann wird aus einer Naemi, die sich ja von ihrer Stellung her immer noch Naemi nennen darf, meine praktisch Liebliche, er ist immer noch ihr Erlöser, der sie liebt. Aber die von sich aus sagt, ich bin Mara, ich bin bitter, dann verschwindet die Bitterkeit und plötzlich wieder siehst du der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit und du kannst wieder fassen, er liebt mich. Möge das geschehen in unseren Tagen, dass die letzte Spur von Enttäuschung, von Bitterkeit aus unserem Herzen verschwindet und dass wir neu den Mut haben, uns zu seinen Füßen zu legen und ganz klar sagen, ich brauche wegen Mangel nicht nach Moab gehen. Wenn die Stunde kommt der Heimsuchung, dann gibt er das Brot, die perfekte Lösung, zu der Stunde, wo er will. Wie heißt sie, Lukas 18? Er wird nicht verziehen, mir zu helfen, aber wenn er mich lange warten lässt. Spielt keine Rolle. Zu seiner Zeit wird er jedes meiner Probleme lösen. Und dann hast du diese Herrlichkeit am Schluss vom Buch Ruth. Und wisst ihr, wo es passiert, das Ganze? In der Endzeit. Im Buch Richter, wo drumherum alles kaputt ist. Es kann alles kaputt sein. Es ist nur wichtig, dass in meinem Herzen nichts mehr kaputt ist. Und wer ist der Hüter des Gartens, wenn ihr euch ja gestern erinnert? Der Hüter des Gartens ist er. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was hast du für ein Elend mit deinem Volk? Was hast du für Elend mit deinen lieblichen Leuten? Wie viele Maras sind hier entstanden im Laufe der Jahre, weil der Teufel uns angelogen hat, weil wir den Blick von dir weggewendet haben. Aber wir beten dich an, dass du so ein großer Heiland, so ein großer Erlöser bist, dass du uns nachgehst, dass du selbst so ein verbitterter Mensch wie Naemi völlig zurechtbringen konntest. Dann konntest du auch uns zurechtbringen in unserem Herzen. Wir möchten auch heute Morgen in kindlichem Glauben uns aufmachen, unsere Herzen dir auf den Altar legen und einfach kindlich erwarten, dass du bei uns alles gut machst. Du hast uns den Geist des Glaubens gegeben. Wer will, der kann es fassen. Wer will, der kann es tun. Wir glauben, dass, wenn wir dich lieben, dass uns alles zum Besten dient. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dich brennend zu lieben, wie wir es gestern gehört haben. Auf das entweder eine Naemi gar nicht zur Mara wird oder wenn eine Mara entstanden ist, dass sie zurückkehren darf zur Naemi, dass sie wieder fassen kann, dass jede Seele fassen kann, dass sie deine Liebliche ist.
gewaschen in Jesu Blut. So wie Naemi es bezeugt hat. Gebadet, gewaschen, gesalbt, mit wunderbaren Kleidern angetan. Das kannst nur du tun, das können nicht wir selber machen. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass du es an jeder Seele tun wirst, auch in unserer Mitte. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen.